Aufwachen, dein Leben wartet. Mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Ja, ich freue mich total, dass ich heute meine Leitung wieder nach Italien schalten darf zu Tatjana Wendt. Hallo, Tatjana. Hallo, liebe Ines. Tatjana, du bist für mich so die absolute Herzbotschafterin und ich möchte gern heute mit dir in das Thema Herz ganz tief einsteigen. Ja, diese Herzqualität, diese Zeitqualität, die wir gerade haben. Du kannst dich ja, wenn du möchtest, noch kurz vorstellen, aber ich würde auch deine anderen Gespräche, die wir schon geführt haben, unterhalb mit verlinken und dass wir die Zeit wirklich nutzen, um die Zeitqualität zu beleuchten. Ja, also mein Name ist Tatjana, wie du schon vorgestellt hast, Tatjana Wendt, und ich bin aus dem Norden Italiens, aus Südtirol. Und das Herz begleitet mich wohl schon ein Leben lang, wie uns alle, aber mich vielleicht noch auf eine ganz spezielle Art und Weise, weil ich schon als Kind gespürt habe, dass viele Menschen in ihrem Herzen eine unbeschreibliche Traurigkeit, ja, leben. Und mir hat sich das auch als physischer Schmerz immer gezeigt. Und meine Eltern waren dann sehr verunsichert, wenn ich das dann verbalisiert habe und haben mich dann auch ins Krankenhaus gebracht, ob da was nicht in Ordnung ist. Aber es war wohl dieser Schmerz hinter dem Schmerz, den gerade in dieser Zeit, wie ich feststelle, viele Menschen neu erfahren. Und wie du schon gesagt hast, es ist eine ganz spezielle Zeit. Für mich ist es dieser Übergang. Wir sind jetzt mitten im Übergang, von dem indigene Völker weltweit sprechen. Und ich werde mich auch immer wieder auf die indigenen Völker beziehen, weil diese Informationen nicht schriftlich aufgezeichnet sind, zum Großteil. Die wurden von diesen Stämmen eben weitestgehend mündlich überliefert. Und darum kommen immer wieder die indigenen Völker bei mir als, ja, Quellenangaben zur Sprache. Ja, du bringst doch so wirklich, du beschäftigst dich mit so vielen Themen, setzt dich damit auseinander und gerade in deiner Telegram-Gruppe, da sind so viele spannende Beiträge immer. Da staune ich immer, ich bin da immer wieder wirklich, ich kann es nicht anders sagen, geflasht, was du so für ein Wissen hast und wo du das herholst. Und das, wenn ich das mir so anhöre, dann resoniert das auch sofort mit mir und das hat für mich Hand und Fuß. Also, das ist nicht irgendwo aus irgendwelchen Büchern rausgezogen, sondern es ist wirklich dein Empfinden und wie du das verstehst und du bringst das auch so rüber, dass es auch wirklich in mein System reingeht und ich denke auch in vieles von anderen Menschen. Ja, ich denke, da kommt schon das erste Symptom unter Anführungszeichen, das viele von uns jetzt an sich selbst feststellen werden. Wir erinnern uns, wir sind in dieser Zeit, wo die Schleier lichter werden. Und der Weg ist geöffnet für all dieses Wissen, das wir und diese Erfahrungen, die wir als Seele, als Bewusstsein schon gemacht haben. Und ich glaube, was gerade ganz stark im Feld ist, das ist eben der Fall, vor 13.000 Jahren, der Fall von Atlantis. Und in dieser Zeit, meinem Gefühl nach, sind gerade sehr viele Seelen, die diesen Fall miterlebt haben, wieder inkarniert, um den Prozess des Übergangs und des Wiederaufstiegs, des Wandels mitzugestalten. Und wenn du davon sprichst, das sind Dinge, die ich anspreche, die sofort Resonanz in dir machen, dann geht es dir nicht anders als mir. Das ist eben dieser Prozess des Sich-Erinnerns. Und wie können wir uns erinnern? Die Erinnerung kommt zurück, wenn wir wieder mit unserem Herzen verbunden sind. Denn dort haben wir Zugang in diesem kleinen heiligen Raum, im kleinen Raum des Herzens, von dem die indigenen Völker sprechen. Dort haben wir Zugang zu allem, also zur Akasha-Chronik. Und wenn dann eine Information kommt von außen durch ein Bild oder durch einen Traum oder eine Erzählung, eine Geschichte, einen Satz aus einem Buch, dann klingelt's, dann wird was wach und ein altes Gefühl regt sich in dir. Das ist eben, ja, das sich erinnern an das, was du in Wahrheit bist als Bewusstsein.
Ja, das ist spannend, wenn man so auch achtsam ist, dann begegnen ihnen so viele Zeichen. Ja, also ich bin immer unter, wenn ich unterwegs bin, begegnen mir ganz viele Doppelzahlen und auch sehr, sehr viel Dreifachzahlen immer. Und das ist so für mich so ein Zeichen. Ich bin geführt, ich bin geschützt. Woher ich diese Weisheit nehme, weiß ich nicht. Aber ich kann mich da so richtig drüber freuen, wenn ich solche Zahlen sehe. Und das ist keine Seltenheit. Und wenn ich die dann manchmal nicht sehe, dann denke ich mir, hey, was ist heute los? Dann überprüfe ich auch mein Gedankengut und schaue, wie bin ich verbunden? Bin ich im Herz verbunden oder nicht? Aber du hast gerade von diesem heiligen Raum des Herzens gesprochen. Ja, viele werden jetzt vielleicht gerne wissen, was ist das und wie komme ich dorthin? Kannst du dazu was sagen? Ja, also wir kennen ja alle diesen Torus, der sich um das Herz formt, der aus dem Herzen entsteht, aus der Herzenergie entsteht. Und in diesem größeren Torus gibt es noch einen zweiten. Ja, wenn wir den Metatronswürfel hernehmen, dann haben wir ja die fünf platonischen Körper, auch einen großen und einen kleinen. Und so gibt es auch im menschlichen Körper, durch die heilige Geometrie, auch all diese platonischen Körper vorkommen, in verschiedenen Ausformungen, verschiedenen Verhältnisgrößen, haben wir um unser Herz ein großes Torusfeld und ein kleines. Und dieses kleine Torusfeld wird aus dem kleinen Raum des Herzens erzeugt oder gebildet. Und in den alten Aufzeichnungen der indigenen Völker spricht man vom Kleinen, also vom Tiny Room, vom kleinen Raum im heiligen Herzen. Und das sind Aufzeichnungen, die sind teilweise einige tausend Jahre alt. In den Upanishaden, kann man darüber lesen. Und Menschen, die durch eine bestimmte langjährige Meditationspraxis den Zugang zu diesem Raum entdeckt haben für sich, das geschieht meist zufällig, die haben ungefähr dieselben Erfahrungen gemacht. Und dann kann man davon ausgehen, dass es so ist, dass es sich beim Eintritt in diesen heiligen Raum ja in etwa um einen bestimmten Ablauf handelt. Und diesen Ablauf, den möchte ich gerne, den habe ich selbst ganz zufällig so erleben dürfen, erfahren dürfen, bin erst viel später drauf gekommen, ach, das war ja das. Und das möchte ich eben anderen Menschen auch mitgeben. Denn in diesem kleinen heiligen Raum des Herzens, da sind wir verbunden mit der Schöpfung. Dort ist Gott. Und ich weiß, dieser Begriff Gott, der ist mit sehr vielem behaftet, mit dem manche nicht, mit dem manche Schwierigkeiten haben, eben auch aus der Geschichte, was wir damit gemacht haben, was Menschen damit gemacht haben. Deswegen benutze ich, wenn ich über diesen Raum und über diese Kraft, diesen einen Geist spreche, liebe das Wort Quelle. Und wenn du mit deiner Quelle verbunden bist, dann bist du 100% in jedem Moment geführt. Und spüre ich das, wenn ich das geschafft habe? Du spürst Frieden, einen Frieden, eine Weite und ein einfach dein Sein. Es ist unerschütterlich und du mehr und mehr erkennst du deine eigene Größe und wenn du dich da in diesen Raum fallen lässt. Ihr merkt, ich schließe die Augen. Es fällt mir einfach einfacher und das ist auch etwas, was mit dem Betreten dieses Raumes zusammenhängt. Das Herz, das braucht Dunkelheit, um zu sehen. Das ist auch so ein Schritt, den wir mit diesem Prozess lernen werden. Und wenn ich mich in diesen Raum fallen lasse, dann fühle ich die Verbindung mit allem, was ist. Und ich bin, und das ist es auch schon. Ich muss nichts werden, ich muss nichts tun, ich muss nichts erreichen. Ich bin. Und über diesen Zustand gestalte ich. Ja, das fühlt sich jetzt so an, wenn du das beschreibst, wie ankommen. Ich bin, Ja. ja, das ist so, Und das das klingt. merkst du, wenn du in diesen Raum kommst. Du bist zu Hause, du bist bei Vater und Mutter. Das ist dein wahres göttliches Selbst.
Ja, deine Worte schon sehr, jetzt, ja, die beruhigen, das lässt richtig allmählich das System runterfahren, ja. Ja. So geht es mir jetzt gerade zumindest. Und Das das kann. ist wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil ich mich vorher natürlich vor diesem Gespräch auch verbunden habe. Denn wenn man darin etwas geübt ist, dann kann man sehr wohl mit dem Tagesbewusstsein aktiv hier sein und auch ein Gespräch führen, eine Arbeit ausführen. Aber innerlich, also wenn du daran denkst, wo in deinem Körper ist denn dein Bewusstsein lokalisiert? Dann bei meisten Menschen ist es irgendwo im Kopfbereich lokalisiert. Wenn du jetzt für einen Moment deine Augen schließt, aus welchem Bereich deines Körpers nimmst du dich selbst wahr als dein Zentrum? Bei manchen Menschen ist es außerhalb von sich, oberhalb von sich. Ganz viele berichten davon, dass sie dort in der Nähe der Zirbeldrüse ihr Zentrum fühlen. Und dieses Zentrum, das kannst du mit dieser Übung, mit einiger Übung, mit Praxis verlegen in den heiligen Raum. Und dein Leben aus dieser Haltung, aus diesem Zentrum gestaltet, das wird anders. Das wird anders. Und das ist natürlich, das erfordert auch einen kleinen Mut, einen Mut zu sich selbst, das Ja zu sich selbst. Und du wirst sehen, dein Leben verändert sich. Es werden sich Bekanntschaften, Freundschaften verändern, es werden sich Interessen ändern, es werden sich auch beruflich möglicherweise Dinge ändern. Aber all das, was sich verändert, da kannst du beruhigt sein zu wissen, das sind dann Menschen, die zu dir gehören. Das sind dann Dinge, die zu dir gehören. Situationen, die zu dir gehören, die dich bereichern. Also, wo du jetzt so gesprochen hast, das ist so richtig für mich so wie so ein Anker gekommen, ja? Diese Verankerung dann ganz tief im Herzen Ja. und ja, wirklich dieser Führung zu vertrauen und in dieses Urvertrauen reinzugehen. Genau, das ist es. Und du hast es mit einer anderen Kraft durchs Leben. Und da Angst gibt es dort nicht. Und alles, was im Außen gerade jetzt speziell so bedrohlich wird, wenn unsere Systeme zusammenbrechen, das Bankensystem wackelt, ja, das Sozialsystem, Kranken, also alles, was mit Krankenhaus, Krankenversicherungen, Ausbildung, Schule, Arbeitswelt zu tun hat, all das wackelt ja gehörig. Und das sind Sicherheiten, die jetzt wegbrechen. Viele Menschen fragen dann wahrscheinlich, und was dann? Was machen wir dann? Was kommt dann? Diese Fragen fallen weg, wenn du dort zentriert bist, weil du weißt, es kommt für alle das Gute. Es kommt zum Wohle für alle. Ja, Und in diesem Raum, wenn ich dort bin, dort empfange ich auch Bilder und Informationen. Eben, wenn ich vorher gesagt habe, du hast Zugang zur Akasha-Chronik, dann kommen diese Bilder. Und manchmal weiß ich nicht, was mache ich jetzt mit diesen Bildern. Ich kann es erst irgendwann dann verstehen. Und das ist so, dass wenn ich einige Stücke empfangen habe, ich nenne es empfangen habe, wenn ich Zugriff erhalten habe zu einigen solchen Bruchstücken der Erinnerung, dann füge ich das in einen Beitrag zusammen und stelle es auf Telegram. Und ja, so ist also meine persönliche Entwicklung irgendwie der Leitfaden für die Beiträge, die ich in die Telegram-Gruppe stelle. Und all jene, die sich davon angesprochen fühlen und die spüren, dass es in ihrem System ebenfalls Erinnerungen wachruft, die sind in meiner Telegram-Gruppe vielleicht ganz gut aufgehoben. Da bin ich mir sicher, da bin ich mir wirklich sicher. Kann man denn dieses, ja, wenn jetzt, es gibt ja sicherlich den einen oder anderen, der jetzt davon in diesem kleinen Raum im Herzen noch nichts gehört hat. Kann man das denn bei dir lernen? Ja, natürlich muss ich hier an dieser Stelle auch sagen, dass wenn ein Mensch schwere Traumata in seinem Leben erlebt hat, dann ist die Tendenz da, dass dieser Mensch sich um sein Herz verschlossen hat. Und da möchte ich keine Garantie geben. Aber alle Menschen, die gewillt sind, sich selbst zu finden und die in sich klingeln spüren, den Ruf spüren von
diesem Beitrag sich angesprochen fühlen, da denke ich, kann ich ganz gute Handreichungen geben, wie du für dich in diesen kleinen heiligen Raum kommst. Ich kann es dir zeigen, ich kann dir den Weg dahin zeigen. Aber deine Aufgabe ist es und bleibt es, dorthin zu gehen. Also du kannst den Weg zeigen, aber nicht für andere gehen. Das ist ja ganz normal. Natürlich. Ja, aber ich sag mal, weil du jetzt gesagt hast, kleine oder größere Verletzungen, es ist ja, oder Erlebnisse oder wie auch immer, ja. Mhm. Es ist ja auch immer alles relativ, ja. Genau. Manche haben wirklich die Hölle auf Erden mehrfach erlebt und gehen aber dort mit einer gewissen Leichtigkeit durch. Und ja. Andere ist so ein kleiner Windstoß und für die ist komplett die ganze Welt zusammengebrochen. Das soll jetzt nie wertend sein, ja. Aber man kann auch... Das soll niemanden davon abhalten, das ja. nicht zu versuchen. Also ich denke, das ist das Wichtigste, weil wenn wir in unseren Herzen ankommen, dann ist es einfach alles leichter und schöner ja. und bunter. Oder, ja? Ja. Das ist wie, als wenn man den Film auswechselt, habe ich so das Gefühl. Ja? Ja, und die Erfahrung, die ich gemacht habe, es begegnen mir auch herausfordernde Situationen im Leben. Mehr denn je habe ich das Gefühl, aber ich kann anders damit umgehen. Das geschieht, und da bin ich ganz ehrlich, es geschieht mir auch immer wieder, dass ich da am Werten bin. Aber es ist dann im zweiten Moment, weil ich mache das wirklich regelmäßig und ich verbinde mich auch mehrmals am Tag, im zweiten Moment, im zweiten Atemzug, erinnere ich mich daran, dass alles relativ ist und dass wir nur hier in dieser Ebene, auf der wir uns gerade befinden, das Gut-Böse-Spiel spielen. Ich nenne es bewusst ein Spiel. Und dass es im großen Ganzen keine Rolle spielt, ob der Mensch jetzt, das klingt jetzt krass, eine schlechte Tat begeht oder eine gute Tat begeht. Auf einer höheren Dimension ist es alles gleichwertig. Auch wenn das für uns enorm schwierig ist nachzuvollziehen. Denn ja. jedes, unter Anführungszeichen, jede schlechte Tat bewirkt im Gegenzug dann auch wieder eine lichtvolle Tat. Das ist das Spiel, das hier in dieser Bewusstseinsebene der dritten Dimension die Gesetzmäßigkeiten antreibt. Und da auszusteigen, das fällt uns manchmal unvorstellbar. Und wenn ich jetzt diese Worte oder diese Sätze sage, dann kann ich mir vorstellen, dass das viele Menschen auch triggert. Wie kann denn jemand behaupten, dass wenn ich einen Menschen umbringe, dass das gleich gut ist, als wenn ich einem Menschen das Leben rette? Auf dieser Ebene ist es so. Mir fällt es genauso schwer, da aus diesem Denken auszusteigen. Aber ich weiß, es gibt was anderes, wo das keine wertende Bedeutung mehr hat. Das ist das Leben. Ja, und das kann manchmal doch sehr herausfordernd sein. Und ich habe so das Gefühl, umso weiter man vorangeht, also gerade auch in Bezug auf das Herz, umso mehr wird man auf Herz und Nieren geprüft, habe ich manchmal so den Anschein, dass man sagt, also ich habe es da gerade erst erledigt. Wieso kommt mir das jetzt schon wieder? Oder was will mir das jetzt sagen? Ja, aber man geht bewusster und achtsamer mit dieser Situation um. Also man fällt nämlich in diese Verzweiflung. Genau, also die Wellengänge sind nicht mehr so, es ist so ja. und es geht, also man kann schneller wieder einen Peak erreichen als vielleicht vor einigen Jahren, vor einigen Monaten. Und was ich auch feststellen darf, alte Themen, an denen du möglicherweise schon viele Jahre arbeitest, die können jetzt in dieser speziellen Zeit, in dieser ganz besonderen Zeit, wie leicht heilen. Wir werden von allen Seiten unterstützt. Wir müssen nur fragen. Wir müssen nur bitten um Unterstützung. Und sie ist da. Ja, und die dann auch zulassen. Ja? Genau. Ja, spannend. Ja, das ist so, es hört sich auf einer Art leicht an und auf der anderen Art denkst du dir, naja, okay. Wie komme ich jetzt ganz schnell dorthin? Und deswegen, ja, das, es möchte ja im Prinzip, also ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz viele Menschen möchten, einfach mehr im Herzen ankommen und dann auch ihre Familie mitnehmen. Aber ich sag mal, ich kann es erst nur
mit mir machen und dann vorleben und dann können die anderen nachziehen sozusagen, oder? Mitnehmen kann ich niemanden. Genau, alles, was du für dich machst, machst du für den anderen mit, denn wir gehen als Menschheitsfamilie dahin. Und indem du für dich was veränderst, veränderst du das Feld. Und dann fällt es dem Nächsten oder deinem Nächsten, deinem Liebsten auch leichter, diesen Weg zu finden. Aber es ist seine Entscheidung, ob er den Weg dann geht oder nicht. Ja, aber wenn die Frage im Raum ist und der Wunsch im Raum ist, was kann ich denn schnell machen? Es gibt schon eine Übung, die nicht sehr lange dauert und die ich immer wieder mache, wenn ich merke, ich bin jetzt raus oder es hat mich was erfasst, das mich schon knabbern lässt. Und das ist einfach, ich nenne es den Einheitsatem. Und dazu reicht es, wenn du dich für einen Moment zurückziehst, wenn ich das jetzt erklären darf, kurz, einen Moment zurückziehst und für dich vielleicht auch in einer Gesellschaft, aber innerlich dich zurückziehst, die Augen schließt und dir vorstellst, deine Wirbelsäule ist ganz gerade aufgerichtet und durch dich, durch deine Wirbelsäule durchgeht diese Prana-Röhre. Die hat diesen Durchmesser von dem Mittelfinger zum Daumen, also wenn du die beiden Finger aneinander legst, so in etwa ist der Durchmesser dieser Röhre. Und die reicht etwa eine Handlänge oberhalb deines Scheitelpunktes bis eine Handlänge unter deiner Fußsohlen. Tritt bei deinem Perineum aus und reicht dann eben durch die Fußsohlen durch. Und du stellst dir vor, du atmest zeitgleich von dem Herzen von Mutter Erde und dem Herzen von Vater Himmel, manche nennen es auch die Zentralsonne, das Prana ein. Ja? Und damit harmonisierst du all deine Chakren, die in dieser Röhre münden. Die Austrittspunkte sind dann anderswo, aber die münden in dieser Röhre. Und du harmonisierst dein System und bist wieder eingebunden in diesen Einheitsfluss. Und der Strahl von oben und von unten, sage ich mal, vom Vater Himmel und von Mutter Erde, der trifft sich bei mir im Herzen, richtig? Genau, das geschieht bei mir auch. Manche berichten, dass es am Dantian, also dort am Bauchnabel sich trifft, aber meinem Gefühl nach begegnet sich dieser Strom im Herzraum. Ja, also ich merke das auch, das Strömen. Ich brauche eigentlich bloß kurz die Augen schließen und dann ja, die Röhre spüren. Also das kenne ich von dir, die Übung, und die ist wirklich mehr als wertvoll und die kann man überall machen. Ja? Die kann man überall machen und früher war das normale Atmen. Zur Zeit von Atlantis haben wir so geatmet, aus dem Grund, weil die Zirbeldrüse genau in diesem Kanal liegt. Und die Zirbeldrüse, das ist ein wahrhaftes Auge, das war ein Organ, das im Laufe der Jahrtausende degeneriert ist, zu dieser Erbsengröße. Aber das war ein Auge. Mit diesem Auge haben wir gesehen, auch jetzt, es hat eine Linse, es hat Farbrezeptoren, die natürlich nicht benutzt werden. Aber das kann man wieder aktivieren. Und das ist ein Schritt dazu, die Zirbeldrüse wieder zu aktivieren. Diese Atmung, was du uns gerade erklärt hast. Und wenn du dir dann vorstellst, du kippst die Linse, also die Zirbeldrüse hat die Linse nach oben, um das von oben einfallende Licht einzufangen. Und du stellst dir vor, du kippst diese Linse nach vorne, dass du durch diesen Punkt deiner Stirn siehst, dann kannst du mit geschlossenen Augen auch üben zu sehen, mit dem dritten Auge. Und so dein intuitives Wahrnehmen schulen. Das gehört zur Aktivierung der Lichtstrahlen, die ich auch in einem kleinen Rahmen anbiete. Die Lichtstrahlenaktivierung bietest du an. Genau. Ja, ich glaube, die ist gefühlt ja auch sehr wichtig, um praktisch ja auch mehr für den ganzen Körper zu tun, aber auch die Zirbeldrüse wird ja dadurch noch mehr aktiviert, oder? Die Zirbeldrüse wird dadurch aktiviert und einfach, das sind deine Antennen. Ja, wir nennen sie den siebten Sinn, aber deine Hellsinne werden dadurch geschult. Du nimmst anders wahr. Und wir Menschen haben diese Lichtstrahlen, die sind nicht aktiv. Wenn wir alte Heiligenbilder betrachten, es gibt auch diese Kachina-Dolls von den
wer war das, die hawaiianischen Ureinwohner und einige Stämme auch in Afrika, die haben so kleine Püppchen, die am Kopf diese so Gebilde haben, wie Ästchen raus. Und das sind Darstellungen dieser Lichtstrahlen. Also die Naturvölker wissen darum. Und hier in unserer zivilisierten Welt haben wir das Wissen eben vergessen, aber die Anlagen der Lichtstrahlen sind da, die sind nicht aktiviert. Und das eine ist das Wissen darum, das andere ist, dass du es lernst zu aktivieren. Und alles, kann ich wirklich das nochmal betonen, das liegt mir sehr am Herzen, alles lebt von der Liebe. Ja, wenn du an deine Lichtstrahlen denkst und liebevoll daran denkst, das ist schon ein Schritt in Richtung Aktivierung. Aber von der allumfassenden Liebe, ja? Also, ja, genau. Von der Liebe aus dem kleinen Raum des Herzens, diese Art der bedingungslosen Liebe, die Mütter kennen, wenn sie das Baby zum ersten Mal im Arm halten. Das ist das Gefühl, wenn du dein Leben lassen würdest für das Kleine. Egal, was geschieht. Ja. Und nicht, wenn du dich nicht so verhältst, wie ich es mir wünsche, dann liebe ich dich nicht mehr. Das ist eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist. Und die kommt nicht aus dem heiligen Raum des Herzens. Da ist die allumfassende göttliche Liebe, diese bedingungslose Liebe. Und wir können das wieder lernen. Wir haben Zugang dazu. Und aus einem solchen Seinszustand leben, das ist ein vollkommen neues Lebensgefühl. Ja, ich glaube, dann verändert sich auch deine Ausstrahlung, also die richtige Ausstrahlung, und dadurch verändert sich automatisch auch das Umfeld, weil man hat man zieht, ich glaube, ganz andere Menschen an und genau. Gewisse Menschen sieht man, ich glaube, dann gar nicht mehr. So habe ich das. Nein, da gibt es keine Berührungspunkte mehr. Du dockst an bestimmte Themen gar nicht mehr an. Das fällt einfach weg. Und zunehmend wird es leichter. Und das Ganze klingt jetzt vielleicht, ja, ich sitze den ganzen Tag beim Meditieren und ich mache nur, keine Ahnung was, ich ernähre mich nur so und so und ich mache nur das und das. Nein, das ist es nicht. Auch ich habe meine ganz alltäglichen Themen und meine ganz alltäglichen Bedürfnisse und ja, Stolpersteine. Aber wenn ich immer wieder mich verbinde, dann wird es einfacher. Und das Leben genießen, das möchte ich auch nochmal sagen, das ist eine der großen Voraussetzungen, dass wir hier das physische Leben auch genießen. Ja, ich sag mal, wir kennen uns ja auch ein bisschen mehr und privat, und ich weiß, dass du viele Herausforderungen hast, und du weißt, dass ich dir so oft sage, dass ich staune, du das meisterst, und ich denke aber, wenn du diese Verbundenheiten hättest, also das, was du wirklich stemmst eigentlich täglich, ist in meinen Augen nie normal. Ja? Und wenn du diese Verbundenheiten hättest, dann würdest du das wahrscheinlich auch nie schaffen. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Ich kann mir das eh schon nicht vorstellen, wie du das immer meisterst. Ja? Ich muss schon ehrlich gestehen, es ist für mich mein Lebenselixier, meine Kraftquelle. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich stehe dafür auch sehr, sehr zeitig auf, dass ich meine Ruhe habe und auch meine Verbindung pflegen kann, meine Kommunikation mit der geistigen Welt, mit der Führung pflegen kann. Das ist eine Beziehung, die gepflegt werden möchte. Und dann geht es einfacher. Und ich denke auch nicht, was hat mir das Leben da gebracht und warum. Das sind keine Gedanken, die ich habe. Ja, die würden dich ja auch nicht weiterbringen. Ja? Die würden dich in die Hauptrolle fallen lassen und es würde ja nichts besser werden. Aber genau das ist es, diese unglaubliche Disziplin, die du auch dahinter hast. Ja? Und das macht es wahrscheinlich auch aus. Und das wird, dadurch wird es aber auch immer leichter. Und die Disziplin fällt dir dann ganz einfach, wenn du spürst, dass du daraus Kraft gewinnst. Du hast die Möglichkeit. Du hast die Möglichkeit zu kämpfen und gegen Wände zu laufen und das alles mühsam zu gestalten oder dass es sich dann mühsam gestaltet. Und dann merkst du, ja, dieser Weg, dann geht es leicht.
dann wähle ich den leichten Weg. Und natürlich, in meinem Fall, dadurch, dass der Kleine da ist, habe ich begrenzt Zeit für diese Art der Verbindung. Darum stehe ich eben zeitig auf, weil es danach schwierig möglich ist. Ich arbeite ja auch noch in der Schule. Und da fällt es mir immer wieder auf, also die Kinder spüren das, die Jugend, das sind Jugendliche, die spüren das, da ist was anders. Mhm. Und die reagieren darauf. Mhm. Die spüren die Unsicherheit von Erwachsenen, vor allem im Schulsystem, wo vieles einfach nicht mehr stimmt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die Kinder reagieren darauf. Darum hört man ganz oft, die sind so schwierig und was machen wir damit und Disziplinarmaßnahmen. Ich brauche keine Disziplinarmaßnahmen. Ja, aber das ist einfach deine Sicht. Du hast eine andere Sicht auf die Dinge und oftmals sprechen ja gerade die Kinder die Wahrheit. Und wenn man aber als Erwachsener so einen Spiegel vorgehalten kriegt, den man ja eigentlich gar nicht sehen will, ja, dann sind die Kinder schlecht erzogen oder ja, müssen Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden, bloß weil ich als Erwachsener nicht so weit bin und nicht damit umgehen kann. Ja. Ja, und das ist die Hilflosigkeit der Erwachsenen. Die Kinder sind anders, die Kinder stellen andere Anforderungen. Die wollen nicht mehr mit bestimmten Inhalten sich auseinandersetzen müssen, die sowieso in Frage zu stellen sind, aber das ist meine persönliche Meinung. Meine Erfahrung, Kinder brauchen Werte, Kinder brauchen Möglichkeiten, wie sie in dieser veränderten Zeit gut durchs Leben kommen. Und die Eltern haben selbst keine, also sehr oft sind die Eltern ja selbst schon überfordert und ratlos. Ja. Aber selbst die Eltern gestehen sich oftmals selbst gar nicht ein. Ja? Die Quelle oder die Ursache wird ganz woanders gesucht und nicht bei mir, sondern ich suche. Ja, dann ist der Lehrer schuld, dann ist der Religionsunterricht schuld und dann haben wir sehr viele Schuldigen hier. Und das funktioniert nicht, wenn wir immer im Außen nach Ursachen und Schuldigen suchen. Es funktioniert nur, das ist so meine Erfahrung vom Leben, wenn ich erkenne, dass ich nur in mir was verändern kann, das ist die Veränderung. Ich kann niemals das Außen verändern. Ich kann immer nur mich selbst verändern. Und umso mehr ich im Innen ankomme, umso mehr ja. den Einfluss auf das Außen automatisch, ohne dass ich mich dazu bemühe. Genau. Und auch, dass es nie aufhört. Dass es ein ständiger Wandel ist. Es ist nicht, ich komme an und alles ist gut. Ich komme an und ich bin. Aber das Außen wird mir immer neue Möglichkeiten zum Wachsen stellen. Das und so entwickeln wir uns ja auch. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Neue Möglichkeiten zum Wachsen. Irgendwann sieht man es dann so. Am Anfang denkt man, oh, das ist wieder eine Riesenaufgabe, eine Prüfung. Und irgendwann sind es dann die Chancen zum Wachsen. Ja, das ist ein guter Ansatz, weil ich sag mal, viele fallen ja dann in ihre Opferrolle rein. Warum immer ich und schon wieder und überhaupt und tralala, also da nehme ich mich nicht aus, ja. Da denke ich mir, das kann ja nicht sein. Aber ja, wenn man so betrachtet und sagt, okay, schon wieder eine Chance zu wachsen, her damit. Ja. Toll. Man wird auch immer geübter, man wird routinierter, wenn ich so sagen darf. Und man irgendwann hat man dann einfach einen Pool an Möglichkeiten, wo ich darauf zurückgreifen kann und dann ist es nicht mehr so schlimm. Und wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, ich gehe einen Schritt ins Unbekannte, dann ist es zum allerersten Mal eine große Überwindung. Du hast es dann gemacht und es ist eine unheimliche Energie, die dich stärkt, wenn du es dann geschafft hast. Und beim nächsten Mal ist die Hürde kleiner, diesen Schritt ins Unbekannte wiederzugehen. Und damit dir immer mehr Freiraum zu schaffen. Du wirst zunehmend freier. Also wenn man das dich so jetzt hört und wahrnimmt, ja, dann kann man das so richtig schon als positive Flucht bezeichnen, oder? Ja. Ja, ja, Flucht hat eine Qualität, aber es ist eine... Ja, nein, Sucht. Ah, ja, genau. Ja. Genau. Ja. Das hat diese Herzverbindung, wenn man in diesem kleinen heiligen Raum ist, das Gefühl dort zu sein, zu Hause zu sein,
in dieser Liebe und in diesem Frieden, in dieser Ruhe zu sein. Du freust dich darauf. Das ist ein Geschenk. Und das bist du. Das sind wir alle. Und das ist unser Geburtsrecht, dass wir das wieder leben können, fühlen können. Ja. Das ist vielleicht erst ein sehr verklärter Blick meinerseits, aber ich kann es nicht anders beschreiben. Na, ich würde das mehr als verkehrten Blick. Also wie gesagt, also gerade wenn ich freue mich auch immer auf deine Beiträge in der Telegram-Gruppe und wenn die dann aufswitchen, dann muss ich auch immer sehr schnell sein, dass ich mir das auch anhören darf. Also ich habe das so, ja, das ist wirklich so ein, ich, Zwang ist jetzt das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, auch Sucht. Weil ich denke immer, was hat sie jetzt wieder entdeckt? Und ich weiß genau, das ist also vielleicht nie alles, aber eigentlich schon das Allermeiste resoniert so sehr mit mir und das ist so, für mich dann auch so tiefgreifend und wenn man dann drüber nachdenkt, dann kommt dieses und jenes dazu und dann weiß man auf immer, ja, genau, und dann erinnert man sich selber, wie du sagst, mit diesen Erinnern, kann ich mit dieser Botschaft oder mit diesem Einfall, also bei mir, ich sehe das immer so als Einfall, ja, als ob, dass mir irgendwas eingefallen ist, also ich, manche sagen channeln oder die geistige Welt hat es mir übermittelt, ich sehe das immer so als Einfall und dann kann ich das auf einmal einordnen. Dann ist das, genau, auch gesagt, das mit den Puzzleteilen. Ja, dann ergibt es auf einmal einen Sinn, wo man erst überhaupt nie hingedacht hat. Genau. Ja, bei mir ist das Ganze ja auch so gestartet, dass ich eigentlich gar nie darauf geachtet habe, dass ich permanent Bilder habe. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer hier ja ähnlich. Dass wenn du so im Entspannungsmodus bist und dann ziehen Bilder vorbei und achte mal darauf. Was sind denn diese Bilder? Und so ist es bei mir gestartet. Ich habe immer diese Bilder gehabt und ich dachte, die hat jeder Mensch. Und irgendwann, als ich dann genauer hingesehen habe, dann, ja, warum kommen ständig solche Bilder aus Zeiten, die längst vergangen liegen und Zeiten, wo es keine Aufzeichnungen mehr darüber gibt. Und dann stellst du Fragen und du richtest die Aufmerksamkeit darauf und du fragst, du bittest auch die geistige Welt um Antworten. Und das kommt. Das ist dann der Weg des Sich-Erinnerns. Und da findest du deinen Weg, deine Aufgabe, deine Mission. Warum bin ich hier? Das muss doch einen Sinn haben. Vielleicht kennen manche diese Frage. Ja, ich sag mal, ich persönlich bekomme also so gut wie nie Bilder. Ich wurde ganz, ganz selten, aber ich bekomme das immer über das Gefühl. Mhm. Ja? Und dann das Gefühl löst in mir dann was aus, was dann wahrscheinlich zu irgendeinem Bild führt. Ja, so. Genau. In die Art, in der die Informationen kommen, das ist ganz unterschiedlich. Manche haben Düfte, manche wissen einfach und manche sehen Bilder und manche haben ein Gefühl dazu. Und ich spreche eben von Bildern, weil ich es in Bildern wahrnehme, aber das ist ganz individuell. Und du wirst spüren, wenn es mit dir resoniert. Das spürst du sofort. Ja, das kann ich bestätigen. Ja. 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 Also das ist so ein Thema, was wirklich so, wenn man sehr, sehr achtsam ist, was unerschöpflich ist, ja, wo man immer wieder Impulse bekommt und ja, wo kommen die jetzt her? Und was will mir das jetzt sagen? Also so, ich stelle mir dann immer die Frage, was will mir das jetzt gerade sagen? Und dann kommen, wie du sagst, Antworten. Die kriegst du irgendwo her, wenn es durch eine Autonummer ist oder durch ein Lied, was du auf einmal hörst und dann Lied wieder Erinnerung aus oder es mit Buchtitel oder du schlägst ein Buch auf und genau das ist der Text, den du in dem Moment gebrauchst. Genau, das ist die Synchronizität. Wenn du synchron mit deinem Lebensweg, deinem Seelenweg gehst, dann wirst du Zeichen bekommen. Die Art, wie die Zeichen, in der die Zeichen zu dir kommen, die ist dann recht unterschiedlich und da ist das Leben sehr kreativ. Aber wenn, das sind Zeichen, dass du für dich erkennst, ja, das ist der Weg. Und dann kannst du dich auch daran orientieren. Und die Antworten kommen. Man reflektiert das aber oftmals erst im Nachgang. Ja? Also mir geht es sehr, sehr oft so, dass ich denke, was war eigentlich der Auslöser dafür? Woher kommt das jetzt? Ja? Und dann gehe ich so dippel-dappel-dur, wie so eine Treppe rückwärts, ja, bis ich dann
einfach ja, die Antwort für mich finde. Einen Zusammenhang zu erkennen und Ja. herzustellen, ja. Genau. Ja, liebe Tatjana, spannend, was du uns alles erzählt hast. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch ein Thema, wo du sagst, das möchte ich auch gerne noch loswerden? Ja, vielleicht möchte ich hier ankündigen in diesem Rahmen, dass ich dann einen kleinen, ich habe es eh schon gesagt, dass ich einen kleinen Kurs anbiete über 4 Wochen, wo ich ein paar Bausteine aus diesen Themen, die wir jetzt besprochen haben, auch weitergeben möchte. Und ich glaube, das ist gerade in dieser Zeit, ich habe ja mit Nachdruck die Anweisung auch bekommen, diesen Kurs ins Leben zu rufen. Kurs ist vielleicht nicht der geeignete Begriff. Es ist ein gemeinsames sich wiedererinnern an das eigene Sein und wie du dahin kommst. Und das möchte ich dann als gemischte Form, teilweise über Videos und teilweise über Live-Zoom-Treffen machen, wo ich dann auch einige Übungen, die jeder für sich dann täglich oder eben nicht täglich nach seinem Ermessen anwenden und durchführen kann, um ja, in diese Verbindung zu kommen, weitergehen. Und das werden geführte Meditationen sein, wobei ich das immer nur als Einstieg betrachte. Wenn ich jetzt eine geführte Meditation zur Verfügung stelle, dann kann das eine Hilfe sein, ein möglicher Einstieg. Und du wirst dann deinen Weg für dich dahin finden. Möglicherweise hilft dir der Weg zu Beginn. Und irgendwann wirst du merken, so jetzt brauche ich das nicht mehr, ich mag das nicht mehr. Und dann ist der Punkt da, dass du deinen Weg gehst. Und ja, das auf deinem YouTube-Kanal auch wirklich, wirklich sehr tiefgreifende Meditation, also zumindest für mein Empfinden. Ja, das sind jetzt an die 30 Meditationen und ich hatte mal eine Zeit, in der ich wirklich im regelmäßigen Abstand, zeitlichen Abstand eine neue Meditation hochgeladen habe. Aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte, was haben denn die Menschen wirklich nachhaltig von diesen Meditationen? Das sind eine Hilfe. Eine Starthilfe. Eine Starthilfe. Und da gibt es schon sehr viele, eine breite Bandbreite an möglichen solchen Meditationsthemen, die jeder für sich dann machen kann, wenn er möchte. Aber dann kommt es oder ist der nächste Schritt angesagt. Und der nächste Schritt ist eben in das Herz, in diesen kleinen Raum des Herzens. Und das kann ich nicht über so eine Meditation machen. Ja, das ist klar, das muss jeder für sich selber erspüren. Es ist ein individueller Weg. Genau. Ich kann die Schritte, wie gesagt, ich kann die Schritte erklären, wie es ganz vielen Menschen ergeht, wenn sie da hineingelangen, was sie dort erleben und erfahren und wie du dann selbst reinkommst und was du dann siehst und erlebst. Das ist deines. Also ich würde das, wenn du mir das dann zukommen lässt, alles verlinken. Ja. Und ich verlinke auch deine Webseite, wenn jetzt jemand Fragen hat, das über das Kontaktformular bist du ja dann auch erreichbar. Und genau, da ist, und ja, deine Telegram-Gruppe auf jeden Fall. Also ich würde jeden Zuhörer empfehlen, wirklich mal reinzuschnuppern in die Telegram-Gruppe und ja, man kann auch mal hoch und runter scrollen und wirklich mal gucken, was sind für Themen schon drin. Das ist ja auch immer so spannend und ich manche Berichte tue ich mir auch immer wieder mal, weil ich mir das gar nicht alles merken kann. Da staune ich immer wieder, wie du das alles so zauberst und dann höre ich mir das auch immer wieder mal an, wenn ich gerade merke, das ist jetzt wieder mein Thema. Mensch, da hatte Tatjana noch mal irgendwas und dann scrolle ich und ja, finde es dann auch. Und das ist für mich immer sehr, sehr hilfreich. Ja, ich glaube, dass die Telegram-Gruppe sich mehr und mehr in eine Art Bibliothek entwickelt. Das Gefühl habe ich. Es sind Informationen, die man nicht findet so im Netz oder in der alltäglichen Literatur. Und das sind Themen, die mich schon als kleines Kind immer angesprochen haben. Jetzt weiß ich, warum. Ja. Liebe Tatjana,
Ich danke dir ganz toll für diese Ausführung und ja, du bist und bleibst die beste Herzbotschafterin, die ich kenne. Das ist wirklich so. Und es macht so eine Freude, mit dir zu arbeiten, weil man merkt bei dir, dass du wirklich in dieser Herzverbundenheit bist, dass du das auch wirklich lebst und dass du den Menschen unglaublich viel geben kannst und auch geben willst und auch gibst. Ja, das ist so. Ja, ich kann es nie richtig in Worte fassen. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt alle, was ich sagen möchte. Und freue mich natürlich, wenn ihr euch bei der Tatjana in der Telegram-Gruppe mal umschaut und gebt uns Feedback. Ja, Feedback ist ein Geschenk. Und ja, wir freuen uns natürlich über jedes Feedback. Ihr dürft es im Formular eintragen. Ihr dürft es der Tatjana direkt geben. Ja, und ich wünsche es einfach jedem ganz viel Freude, wenn er in seinem Herzraum ankommen darf und ja, und vielleicht auch von den Erlebnissen berichtet. Ja. In diesem Sinne, liebe Tatjana, herzlichen Dank. Und sehr gerne. Ja, gerne. Und an euch, liebe Community, auch alles Liebe und danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Interview. Ciao, Tatjana. Tschüss. Tschüss.